Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum Hearts of Iron 4 Modding Tutorial. So, in der letzten Folge haben wir unser Land erstellt. Und hier sind noch die Ordner. Und heute machen wir dann das rund um das Land. Also, zuerst erstellen wir mal einen Country Leader, also unseren Oberhaupt, Staatsoberhaupt. So, dazu öffnen wir in Atom nochmal unser Textdokument, habe ich hier noch. Und ich habe hier nochmal Deutschland als Nebending. Und dann gucken wir mal hier unten. So, hier bei Unterpolitics. Hier, Create Country Leader. Hier nochmal mit den geschweiften Klammern aufpassen. Steuerung C. Das kann man erstmal so kopieren. So, hier haben wir jetzt unseren Country Leader. Hier können wir den Namen innerhalb der Anführungszeichen eingeben. Dann bis, so, wie nennen wir ihn erstmal? Wir nennen ihn erstmal so, Trump wird jetzt unser Boss. So, die Desk, die kann man verlassen, das ist glaube ich eine Beschreibung, die habe ich aber auch selbst noch nie gefunden. So, dann Picture. Ich nenne es jetzt schon mal Trump.dds, das wird später wichtig. So, Ideologie ist jetzt hier. Narzissmen ist eine faschistische Ideologie. Man kann auch einfach auch das einfach eingeben. Ich lasse jetzt aber mal Narzissmus. So. Also, Traits ist Diktator. Jetzt, das bedeutet, er hat einen Machtzuwachs. Das ist, was Hitler ja auch in dem Spiel hat. Stalin hat zum Beispiel nichts und Roosevelt hat zum Beispiel verabscheut Deutschland. Das bedeutet, dass er mit Deutschland nicht so, die KI mit Deutschland nicht so viel anfängt. So, wir lassen jetzt erstmal Diktator. Man kann jetzt auch, weil ich weiß, Silent Workhorse oder sowas eingeben, also die von den Ministern auch. Aber erstmal lassen wir das. So, dann speichern wir das. Und dann gehen wir in unseren Mods-Ordner. Erstellen einen neuen. Erstellen einen neuen Ordner. Nennen den GFX nochmal. So, dann erstellen wir in dem GFX-Ordner ein Leaders oder Leader? Immer so die Frage. Man darf sich hier nicht verschreiben. Leaders. Genau, und dann ist hier, wie man sieht, die ganzen in dem Ordner. Erstellen wir dann noch einen Ordner, den nennen wir dann TUT. So. Dann empfehle ich euch, oder ich XN-Convert. Das ist ein Programm. Wenn ich dran denke, verlinke ich das. Da kann man sich gratis holen. Damit könnt ihr nämlich jetzt, weil das ist, wie man es auch hier schon sieht, .dds, das ist eine DDS-Datei. Und erstmal gehen wir dann in unseren hier, also mein 4, AFG, dann ist jetzt hier das Porträt. Öffnen wir das mit XN-Convert. Hier, das ist das Bild. So, dann bei Ausgabe, hier muss man JPG einstellen, dann auf Konvertieren. Dann konvertiert er das direkt nebenan. Das kopiere ich jetzt nach Desktop, okay. Lösche ich hier aber erstmal. So, dann haben wir das Porträt. Dann könnt ihr das theoretisch auch mit Paint, ich benutze jetzt mit GIMP aber, öffnen. Huch, halt, stopp. So. Hier. Nein, ach. Hier. Reinziehen. So, dann neu, weil wir brauchen hier die genauen Maße. Das kann man schließen. So, und dann holt ihr euch jetzt ein Bild. So, ich habe hier ein tolles Bild von dem Herrn Trump. Das ist jetzt halt ein Gesicht. Und zuerst muss ich aber jetzt dadurch, dass das Bild nicht ganz verdeckt wird, so. Also das Bild jetzt reinziehen, das ist, passt jetzt auch gerade schon. Und dann, hallo, ich vertippe mich auch die ganze Zeit. Dann Datei, exportieren als, ich nenne das jetzt Trump. Ich gebe euch einen Tipp, das als JPG, weil dann ist die Datei kleiner und dann kann man es besser in eine DDS konvertieren, so exportieren. Das kann man schließen. So. So. Gut. Dadurch, dass ich jetzt aufgepasst habe, hat sich das jetzt. Was macht denn jetzt? Hat sich das jetzt hier in den Dokumentordner verschoben? Habe ich eins auf Trumo geschrieben? Oh Gott. Habe ich eins auf Trumo geschrieben? Trump. So, das ist aber jetzt eine JPG-Datei. JPG. Deshalb gehen wir jetzt ins Internet. Und so, auf den Online-DDS-Konverter. Ich verlinke euch den Link.
Dann hier, da funktioniert so, man prost hier sein Pfeil rein, sein Bild, und er Convert-File, dann lädt das hier eine grüne Balken durch, dann lädt das ein bisschen und dann hat man eine DDS-Datei. Das hier oben ist eine TGA-Datei, das braucht man für die Flaggen später. So, dann hier Success Convert, also erfolgreiche Konvertierung, und dann speichern wir das. So, nachdem wir es noch unseren Desktop gezogen haben, können wir das hier eigentlich hier reinziehen. Ah, okay, ich habe das mit dem Afghanistan schon, ja, ersetzt mal den Scheiß. Also, dann haben wir jetzt hier die Trump-DDS-Datei. Das war ja falsch. Gehen dann hier in unseren Leader-Tut-Ordner und ziehen den rein. So, jetzt haben wir unser Bild und unseren Chef schon erstellt. Gehen wir auf H2.4. Haben natürlich unsere Mod an. Ja, spielen. So. Man sieht hier, er meckert nicht rum mit irgendwas. Spuren dann. So. Und wir sehen Donald J. Trump, Diktator, politischer Machtzuwachs. Haben wir auch ein tolles Bild. Also jetzt, das nächste, was wir wollen, ist natürlich auch einen schönen Schriftzug hier haben. So wie hier. Das machen wir, indem wir erstmal unser H2.4 beenden. In unseren Tut-Ordner einen neuen Ordner mit dem Namen Lokalisation, also einen Localization-Ordner erstellen, und in diesen Ordner jetzt aus dem Original-Localization-Ordner, wo sehr viel Zeug drin ist, den Countries I German zu kopieren. Das ist jetzt, German ist jetzt, wenn man auf Deutsch spielt, hier auf, wie gesagt, hier French, Brasil, Portugies, ist halt, kommt an, welche Sprache, Englisch ist hier, ihr die Mod erstellt, müsst ihr halt jeweils die reinkopieren. So, kopieren wir den. Öffnen, das ist jetzt auch eine YML-Datei, die habe ich extra so gemacht, die kann man mit Atom öffnen. Deshalb schiebe ich die hier jetzt in Atom rein. Mit normalem Textdokument kann man nicht öffnen. Und hier sieht man jetzt schon die Länder hier. Hier GER, also das ist die Deutschland-Tag, Faschismen, hier Deutsches Reich als demokratisch neutralen Kommunismen, und das hier ist, wenn man eine Marionette hat, wie zum Beispiel jetzt Deutsch, also Niederländisch Indien oder Britisch Indien, heißt ja Britisch Indien und Niederländisch Indien, und würde man hier jetzt nichts hinschreiben und unser Land wird dann das Land als Marionette, wird das Land minus Indien heißen, weil vorne halt nichts steht. Deshalb kann man das hier auch mitkopieren, also erstmal kopiere ich das ganze Ding hier. Scrolle komplett hinunter. Machen wir mal eine Linie aus Hashtags. Kopieren das dann hier rein. Ändern sämtliche Tags in TT. Erstmal brauchen wir das aber hier. Jetzt für unsere Mod brauchen wir eigentlich nur die beiden. Rein theoretisch auch nur das da oben, aber ich mache das jetzt auch noch gerade mit. So, tut. So, und das nehmen wir jetzt einfach mal Ostpreußen. Ostpreußen. Und das nehmen wir einfach mal Ostpreußen. So, würden unser Land jetzt Indien als Marionette haben, wäre das Ostpreußisch Indien. Wäre witzig. Und ja. Also. Dann haben wir unserem Land jetzt einen Namen gegeben. Und dann geben wir unserem Land jetzt natürlich noch eine tolle Flagge. So, um eine Flagge zu geben, gehen wir in den GFX-Ordner unter Flags. Und hier sieht man jetzt schon, jetzt wird es etwas komplizierter. Also wir gehen in unseren Mod GFX-Ordner, GFX, natürlich Flags ein. So, und hier müssen wir noch zwei Orte, nämlich ein Small hier und ein Medium. Medium. Und wir sind jetzt kein Medium, sondern das ist ein Mittel. So, also. Die, wo hier hinkommen, also hier die, sind die Hauptflaggen, wo man oben links in der Ecke sieht. Die Medium sind die, die man
wenn man Rechtskrieg auf ein Land macht, sieht man ja, irgendwie erklärt den Krieg dem und dem erklärt. Und Small sind die, die man neben den Divisionen sieht. Also, hier, das sind jetzt TGA-Dateien. Die kann man normal mit GIMP öffnen. Deshalb ist GIMP auch ein bisschen besser als Paint jetzt in dem Falle. Theoretisch könnte man sonst auch mit TGR, ist auch glaube ich eine Photoshop-Datei, die kann man so. Auf jeden Fall kann man dann. Ich kopiere jetzt mal die faschistische Afghanistan-Flagge hier rein. Und öffne die dann hiermit. So, das ist. So, dann mache ich das immer auf die Weise, Datei neu. Und dann haben wir die Größe 82x52 und ja, dann malen wir das jetzt einfach mal in einer Farbe unserer Wahl. Ich wollte zwar eben grün, einfach nur um zu zeigen, dass die Flagge, wie das funktioniert. So, exportieren am besten halt. So, jetzt als tut-fascism und bitte auf den Desktop, danke. Exportieren. Gut, natürlich noch Punkt JPG, dann exportieren wir das, können das hier erstmal schließen. Ah, du kannst mir aber gelöscht werden. So, dann bei Medium machen wir dasselbe mit G, Steuerung C, Steuerung C, öffnen. Ausmalen, exportieren. So, jetzt muss ich das hier tut-fascism 2 nennen kurz, aber das ist nur wegen, sonst meckert der Rummel. Diese Datei gibt es schon auf Ihrem Desktop? Dann kann man die auch noch löschen. Und im Small kopieren wir. Mit Small ist etwas anderes. Hier geht es nämlich immer AFG und dann AFG verschissen. Das ist aber zweimal dasselbe, deshalb kopieren wir das einfach mal. Was ist das? Einfach mal hier, nur mal hier rein, um das mal zu übermalen. Das ist ein bisschen klein. Kann einfach mal ranzoomen. Dann exportiere ich das unter. Gut, das ist so. Unter tut.jpg auf dem Desktop. Dann kann man GIMP beenden, nicht vergrößern, danke. Dich kann man löschen. So. So, dann kann man das hier auch mal schließen. Und dann haben wir jetzt hier Tutfaschism, Tutfaschism 2 und Tut. Und die drei öffnen, gehen wir jetzt auf den TGA-Konverter, wenn wir das ja wieder als TGA-Datei brauchen. Prose. Öffnen wir, konverten wir, dann lädt das hier durch. Dadurch, dass das so kleine Dinge sind, sind halt kleine, so safe, dann gehen wir auf zurück. Prose, TOT, Fascism 2. Also ich bin auf zurück gegangen hier, aber ich habe mit einer Maus so Hotkeys gesetzt, deshalb geht das bei mir schneller. So, konvertieren wir das, safe, ich kann es auch so vormachen. Und tut, öffnen, konverten. Fertig, save. So, dann holen wir uns das jetzt auf unserem Desktop. So, da oben bist du. Also, dann kann man das hier, ich ziehe das in meinen Heuflaggenordner. So, dann öffnen wir unseren Mod. Flex. Da kommt jetzt tut-fascism rein. Medium kommt tut-fascism 2 rein, das ich aber noch umbenennen muss in einfach nur beschissen. Wenn Small kommt der Loser tut rein, den wir dann nochmal Steuerung C und Steuerung V kopieren. Einmal tut belassen und einmal tut unterstrich versissen. Das müssen wir auch mit jeder anderen Ideologie machen. So, dann haben wir jetzt einen Country Leader, also ein Oberbef, ein Staatschef, ein Landnamen und Flaggen.
So. Er meckert rum, dass er immer noch keine demokratischen Flaggen hat. Das meckert er immer rum. Und dann haben wir hier unser Land Ostpreußen und eine tolle Flagge. Eine einfach neongrüne Flagge und ein Donald Trump-Gesicht als Chef. Wuff. Genau, da macht's wuff, weil hier unten ist der Hund, der Error sagt. So. Also, hier oben, das ist jetzt die normale Flagge. Dann, wenn man hier macht. Okay, also. Das hier wäre jetzt die Medium-Flagge und die Small-Flagge sind hier die kleinen Flaggen neben Division. Wir haben jetzt auch keine Division, deshalb. Ja. Also, und Trump ist unser Boss. Mit einem fliegenden Gesicht. Nicht so wie hier, aber ja. Das war jetzt einfach nur, weil ich ein Bild. Ah, und da jetzt hat die Manpower ist jetzt auch wieder normal. So. So, in Frage kommt eine Bevölkerung 3 Millionen Mann. Wir haben 1,5% sind 50.000. Ist wenig, aber immerhin. Fünf Divisionen könnten wir ausbilden. Und damit wäre es das erstmal ums Land so hauptrum gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und damit tschüss.